Es ist wieder soweit. Das letzte Video für die ATC-Reihe für dieses Jahr. Es ist sehr faszinierend, wie schnell 2023 doch vorbei sein kann. Und wir beschäftigen uns heute mit Oktober, November und Dezember. Im Anschluss seht ihr natürlich wieder die Bilder oder ein Video, je nachdem, wie ich es schaffe, von meiner Tauschpartnerin. Und ich habe alles schon soweit vorbereitet. Und wir machen jetzt einfach den Oktober mal mit dem Thema Halloween. Ich habe mir hier schon alles vorbereitet und auch hingelegt, hoffe ich. Außer mein Stempelkissen, aber das hole ich gleich. So, das brauche ich auf jeden Fall. Ich fange natürlich erstmal dann wieder an, gleich den Hintergrund der ATCs zu stempeln, aber vorher zeige ich euch, was ich benutzt habe. Ich habe mir einfach ein Stück Cardstock zugeschnitten in 6,4 x 8,9. Das ist die ATC-Grundlage, die Grundgröße. Dann habe ich mir einen Aufleger zugeschnitten in lila, habe dahinter doppelseitiges Klebeband angebracht und werde das schon aufbringen. Wir machen das jetzt alles etwas zügiger, weil es alles schon vorbereitet ist und es gibt ja schon einige Videos dazu. Und das ist jetzt nicht schwierig zu machen. So. Bevor ich das jetzt weiterarbeite, drehe ich das alles um, habe hier meinen ATC-Stempel, der kommt hinten drauf. Denn wenn die Karte komplett zusammen geschustert ist, wird es mit den Stempeln dann schlecht auf der Rückseite. So, das kommt dann einmal da drauf. Das kann jetzt in der Zeit trocknen und dann fülle ich das dann später aus. Das kennt ihr ja schon. Und dann habe ich mir hier noch aus diesem Standset, das hatte ich euch mal gezeigt, das ist von Global Land, das ist eigentlich ein Windlicht. Aber ich habe mir hier einfach dann ein Teil rausgesucht, habe das auf schwarzem Cardstock ausgestanzt, habe mir das zurechtgeschnitten, habe 3D Foam Tape hintergepackt und werde das hier auf meine ATC draufkleben. Gerade so zum Thema Halloween passt das natürlich wieder perfekt. Und man kann halt, wie gesagt, auch andere Stanzen nehmen, die zweckentfremden. Nur weil das jetzt eine ist für ein Windlicht, heißt es ja nicht, dass ich das damit bauen muss. Und wer wissen möchte, wo es diese Stanze gibt, der schaut doch nochmal bei Global Land rein. Einfach auf meinem Kanal schauen. Da habe ich einige Kooperationen für euch. Das war nochmal kostenfreie Werbung für diesen Anbieter. So, dann klebe ich das hier alles relativ mittig auf, wie das dann halt so geht. Ich hoffe, das habe ich richtig rumgemacht. Jawohl. Dann sieht das Ganze so aus. Und dann werde ich das noch mit ein paar Steinchen aufhübschen und werde die einfach dazwischen kleben. Und dann haben wir auch den Oktober schon fertig. So, das ist die eine für den Oktober und ich hatte natürlich schon eine vorgebastelt. Das ist dann die andere. So, dann haben wir den November. Da ist das Thema Herbst. Und auch hier habe ich mir natürlich was vorbereitet. So, ich habe mir hier ein Stempelset rausgesucht mit
schönen Herbstmotiven. Habe mir hier einen Igel ausgestanzt und gestempelt. Und beziehungsweise gar nicht, habe den ausgeschnitten und dann gestempelt. Erst gestempelt, dann ausgeschnitten, dann ausgemalt oder erst ausgemalt, dann geschnitten. Ihr wisst ja, was ich meine. Dann habe ich noch eine Stanze genommen. Die sieht so aus. Da habe ich Willkommen Herbst drauf gestempelt. Auf Englisch darf ja auch mal, das ist ja nicht das Problem. Und habe das dann da durchgekurbelt. Dann habe ich mir wieder ein Stück Cardstock für die ATC zurechtgeschnitten. Da stempel ich mir jetzt doch mal ganz direkt hinten meinen Stempel drauf. So. Dann habe ich mir ein Herbstmotiv rausgesucht und habe das auch zurechtgeschnitten als Aufleger und natürlich schon doppelseitiges Klebeband hinter angebracht. Hier der kleine Hinweis, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr meine zukünftigen Videos auch nicht verpasst. Jetzt muss ich schauen, ob ich das auch richtig rum alles mache. So. Und diese ATC werde ich im Querformat nutzen. Jetzt werde ich hier den Spruch einmal aufkleben. Auch hier doppelseitiges Klebeband schon hinter. Der kommt etwas oben rechts. Hier ist 3D Foam Tape hinter. Und dann kommt der kleine Zwerg hier drüben hin. Und dann habe ich hier noch ein paar Steinchen, die ich noch anbringen möchte. Und somit hätte ich auch die Herbst-ATC schon fertig. Und meine zweite sieht genauso aus. Und ist dann somit schon fertig. So, dann haben wir noch ein drittes Thema, den Dezember. Und dann sind wir auch schon durch tatsächlich. Da habe ich mir auch ein bisschen was vorbereitet. Jetzt muss ich hier einmal schauen. Das ist nämlich ein bisschen mehr. Ich habe mir nämlich rausgesucht von diesem DIY Card Making Blog. Habe ich mir ein bisschen was rausgesucht und jetzt muss ich selber mal kurz einmal wühlen. Dann habe ich mir ein bisschen Schnee rausgesucht aus dem Cardmaking Block. Habe ich mir dann so zwei Schneeflocken und eine Blume rausgesucht. Dann habe ich mir ein Stück Folie schon zugeschnitten, dann ein Cardstock und eine Unterlage brauche ich auch gleich, denn ich brauche dafür einmal, wie heißt es denn gleich, Stempelfarbe und einmal eine Schablone, wo ich mit wischen möchte. Das mache ich jetzt einmal fest. Und wische mit dem hellen einmal vor. Jetzt gucke ich gerade, ich brauche noch mal einen Pinsel. So, mit dem nehme ich jetzt die Farbe auf und wische mir erstmal den Hintergrund etwas blau. Ihr könntet natürlich auch direkt
hellblauen Cardstock nehmen, wenn ihr das möchtet. Aber ich möchte das etwas unruhiger haben, damit ich das Wetter so ein bisschen darstellen kann. Jetzt gucke ich das jetzt überall ungefähr, das Blau zu sehen ist. Jetzt hier muss ich natürlich noch ein bisschen nachwischen. Das hätte ich vielleicht doch nicht so festmachen sollen. Sieht man da die weiße Kante? So, weg ist sie. So, und jetzt nehme ich hier meine Schneeflocken und gucke jetzt, wie ich die gewischt haben möchte. Ich finde die so ganz schön. Lege das jetzt hier drauf, klebe meine Schablone fest, damit sie nicht mehr verrutscht, und nehme mir ein dunkleres Blau und wische damit einmal das Muster. Und wenn ich das dann fertig habe, nehme ich es runter und habe schon mein Designpapier, sage ich jetzt mal, erstellt. So, dann muss ich erst die Rückseite schon mal ausfüllen bzw. bestempeln. Ich muss nämlich gleich noch Kleber anbringen. Ich zeige euch gleich auch warum. Stempel, der kann jetzt trocknen. Und jetzt brauche ich ein ganz dünnes doppelseitiges Klebeband. Ich habe jetzt hier eins in 0,5 mm und das bringe ich jetzt hier einmal rundherum an. Das ist durchsichtig, wenn man die Trägerfolie abzieht. Ich habe das jetzt hier festgemacht, habe auch extra aufgepasst, dass es alles relativ überlappt. So, und jetzt kommt der Schnee, also Kunstschnee, zum Einsatz. Den mache ich jetzt so ein bisschen in die Mitte. Nicht zu viel. So. Mache ich das Tütchen wieder zu. Und jetzt bitte nicht niesen oder husten oder sonst was. Dann habe ich mir ein Stück Folie schon zurechtgeschnitten. Das kann man jetzt schlecht sehen, aber ich denke, ihr seht's. Dann werde ich die Trägerfolie einmal abziehen. Und das müsst ihr bitte auch ganz vorsichtig machen, wenn ihr das auch so machen möchtet wie ich. Damit ihr nicht den ganzen Schnee verteilt. Ihr seht, Fummelarbeit. Aber es funktioniert sehr gut. Und jetzt kommt die Folie da drauf. Ich habe es
sie etwas größer zurechtgeschnitten, dass ich die nicht direkt komplett anpassen muss. Das mache ich nämlich jetzt im Nachgang. Ich werde nämlich die Folie jetzt andrücken. Die Unterlage kann ich jetzt erstmal wegmachen. Drücke die Folie jetzt ganz fest an, damit sie dann auch klebt, und schneide sie mir dann erst zurecht. Das ist nämlich wirklich einfacher, wie wenn ich die Folie schon 1:1 auf ATC-Größe zurechtgeschnitten hätte. So, dafür nehme ich dann einfach die Rückseite und schneide einmal dran lang. Wenn auch das erledigt ist, nehme ich einfach hier meine Deko, da habe ich schon doppelseitiges Klebeband angebracht, und packe die noch auf die ATC drauf, wo ich sie halt hinhaben möchte. Und dann habe ich eine Schneekarte erstellt. Und gerade für das Thema Schnee und Winter finde ich das doch sehr passend. Kann man auch noch ein bisschen schütteln, aber gut, Schnee sieht man jetzt nicht so sehr. Also man sieht, dass es sich bewegt, aber jetzt natürlich nicht so sehr wie Perlen oder so. Aber auch das finde ich ziemlich cool. Das ist die eine, und die hatte ich schon vorgebastelt. Ich hole euch jetzt nochmal alle ATC-Karten einmal in die Kamera. Wir machen die für den Winter nach unten. Das war der Oktober Halloween. Und das war einmal der Herbst für November. So, und im Anschluss seht ihr jetzt natürlich auch von meiner Tauschpartnerin die ATCs. Ja, und was soll ich groß sagen? Ich wünsche euch eine schöne Zeit, einen schönen Übergang in das Jahr 2024. Schaltet wieder rein. Ihr wollt doch bestimmt nicht verpassen, was ich 2024 so mache, wenn es mich dann noch gibt. Und mir bleibt erstmal nicht mehr zu sagen, wie bleibt wie immer. Vor allen Dingen bleibt gesund, und ich würde mich freuen, wenn wir etwas mehr werden. Also bis dann. Dann will ich euch doch auch die letzten ATCs für dieses Jahr zeigen. Ja, das Jahr ist wieder mal vorbei. Es ist unglaublich, wie schnell das doch vergeht. Also Wahnsinn. Wir fangen jetzt mit dem Oktober an. Da haben wir einmal das Thema Halloween. Also wenn ich mal aus der Kamera verschwinde, ne, ich gucke dann immer hinten drauf. Diesen Hintergrund hatte ich ihr mal geschickt. Den hatte ich mal mit einer Prägeschablone gemacht, und den hat sie jetzt verwendet, finde ich total cool. Dann haben wir noch den November, da war das Thema Herbst. Hier sind, das ist alles so Richtung 3D aufgebaut, kleines Eichhörnchen und Kürbis, also das passt natürlich super zu dem Thema. Und dann kommen wir schon zum letzten, den Dezember, wenn er denn dann will. Das Thema Winter und Schnee, und auch hier diesen Hintergrund, den hatte ich ihr mal geschickt, auch mit einer Prägeschablone und dann bemalt mit Stempelfarbe. Ist immer schön, wenn man jemanden etwas sendet und man bekommt es dann verarbeitet zurück. Ich finde das immer total cool. Und ja, wie gesagt, das war jetzt das letzte Video zum Thema ATCs für dieses Jahr. Und wir machen auf jeden Fall im neuen Jahr weiter, und ich hoffe, ihr macht mit. Alle anderen, also alle Hintergründe etc. seht ihr in einem anderen Video, was ich von euch möchte, wie ihr mitmachen könnt zum Thema ATC, kriegt ihr in einem anderen Video gesagt. Das kann ich euch auch gerne sonst zur Not nochmal verlinken, beziehungsweise ich werde da immer mal auf meinem Kanal nochmal darauf hinweisen. Und ja, jetzt wünsche ich euch erstmal einen guten Rutsch, ein gesundes neues Jahr 2024. Bleibt wie immer, vor allen Dingen bleibt gesund, schaltet wieder ein und bastelt mit mir, und bleibt weiterhin fleißig in den Kommentaren und so weiter und so fort. Ich freue mich über jeden von euch, und ja, macht's gut. Wir sehen uns im kommenden Jahr wieder. Bis dann!